euch zu hören, Englisch zu singen. Habt ihr gemerkt, ein paar? Die Verse waren auf Englisch. Das war schön und auch gut gesungen. So, heute Abend, wir sprechen über was denn? Wie heißt der? T-Rex? Ah! Here, you want to hold them? So, Donnersier ausgraben. Ein paar Jahre zurück, ich hatte die Chance, mit meiner Frau, wir sind in Montana und da ist ein schönes Museum, sehr wunderschön, auch von Christen hergestellt, aber sehr groß. Die haben, viele hatten da Land und die haben viele Dinosaurierknochen gefunden sogar. Und in diesem Museum, das Museum ist nicht klein, es ist ziemlich groß und ja, halbe Tag mindestens kann man da durchgehen. Verschiedene Knochen und Aufstellungen und alles möglich. Die haben auch eine Abteilung über die Schöpfung. Die zeigen genau, wie die sechs Tage wurde aussehen von Schöpfung. Und auch das passt, was wir sehen in die Welt. Wenn man so mit die normale Aussicht ohne Eindrücken von die Welt einnehmen, dann passt das sehr gut zu der Bibel. Hier haben wir einen Mosasaur. Das war ein gefährliches Tier im See. Vielleicht waren diese später sogenannten Sea Monsters. Die waren sehr gefährlich und könnten sehr, sehr groß sein. Da hatten sie auch, da waren auch andere vom Land, Anglosaurs. Und verschiedene anderen. Jetzt weiß ich genau, wo der steht. Ja, das ist von hinten. Hier ist noch ein. Das ist was? Schildkröte. Etwas so ähnlich. Ja, genau. Aber da, die sind auch fossilt. Mit diesen großen Dinosauren, mit Muscheln. Und wie wir haben gestern Abend gelernt, etwas von den vielen Beweise für die Sintflut. Heute Abend gehen wir ein bisschen tiefer, nur mit den Fossilen. Okay, so zum Beispiel Dinosaur-Fossilen. Von wo kommen die? Und wie? Ja, die kommen aus der Erde. Wir müssen sie rausgraben. Und wir hatten die Chance, nicht nur in das Museum zu besuchen, es gibt andere, aber wir hatten auch das Dinos und Knochen selbst ausgegraben. Und ich werde ein bisschen erklären und zeigen, wie das ging. Wir waren da eine ganze Woche. Es war gerade schönes Wetter, vielleicht 43 Grad am Tag, aber sehr trocken, aber trotzdem immer noch heiß. Wir wollten immer Schatten. Besonders morgen haben wir früh dran gearbeitet. So, die Frage kommt dann, von wo oder wie entstehen Fossilen? Wir haben schon etwas diskutiert. Wenn ein Reh oder etwas stirbt im Wald, wird es ein Fossil? Nein, überhaupt nicht. Da kann allerhand Tiere im Walde, überall die Welt, kann in die Wüste, kann sterben. Und dann liegt es dahin auf ihrer Seite. Aber es wird nie ein Fossil. Es wird alles, was weich ist, wird aufgefressen von anderen Tieren. Die Knochen selbst werden langsam weg. In einem Jahr. Ein Hirsch, Gehirn, auch 18 Monate vielleicht. Alles ist weg. Für ein Fossil zu kommen, muss es schnell begraben sein. Das muss man immer, immer wissen und verstehen und erinnern an. Wenn ein Fisch im Wasser stirbt, wird er dann einem Fossil? Nein, da sind viele Fische in Seen und Teichen und überall die Welt und da sind viele, das sterben. Aber was tun die, wenn die sterben, ein Fisch normal? Wenn es nicht gleich aufgefressen ist, es geht oben, geht immer nach oben. Und dann langsam wird es doch gefressen, aber dann alles Reste, die Knochen,
geht nach unten endlich und dann da an der Schlumm geht es auch komplett weg. Mitten schneller als in einem Jahr. Normalerweise, wenn etwas stirbt, auch wenn es ein bisschen in Schlamm kommt, gibt es keine Fossilien. Überhaupt kein. Sonst hätten wir im Wald hier schon tausende Fossilien von Rehe über die letzten 200 Jahre. Wenn der Tierkörper oder die Pflanze schnell und dicht zugedeckt wird, es muss also unter viele Erde oder Schlamm verschüttet sein. Sonst wird es gefressen und decay away. Decay? Ja, verrotten. Zum Beispiel, hier ist ein Fisch, der schwimmt schön weit im See, gemütlich, und dann auf einmal, da schüttelt etwas. Da kam vielleicht, besonders an der Anfang des Zinnflut, Erdebewegung, Tsunamis, alles an Vulkan ist losgelassen, die Fountains of the Deep. Die Quellen der Tiefe sind geöffnet und überall. So, die Fische werden schnell beerdigt. Und die 95% aller Fossilien sind Meerestieren und Pflanzen. Und dann endlich als Fossil. Aber nur dann. Und wie wir haben gestern Abend schon gesagt, fast 2000 Jahre lang hat lernte Geologen Meeresfossilien und Gesteinerten seine eine Folge der Zinnflut. Das war alles von der Zinnflut, sonst hätten wir diese vielen Fossilien nicht. Na, da sind vielleicht ein paar hier und da, wo es war auch gut beerdigt nach dem Zinnflut. Aber fast alle sind beerdigt während der Zinnflut. Die Zinnflut erklärt, warum es Hinweise gibt auf den Masensterben der Dinosaurier und andere Tiere. Hier sehen wir zum Beispiel lebendig begrabene Fische. Die waren so, wie das kleine Bild hat gezeigt. Und dann auf einmal kam viel Schlumm und Bewegung und dann push, schnell beerdigt. Und diese sind, kann man deutlich sehen, nicht nur die Knochen, aber fast alles, wo die Augen sind, die Scales, die Flossen auch dazu, das Detail normalerweise soll nicht da sein, aber die Scales, was an die außerhalb die Haut, Schuppen, die kann man alles sehen. Da wir haben viele solche Fossilien. Das heißt, die müssten schnell und tief beerdigt sein. Hier ist noch ein, das haben wir gestern gesehen, ein Friedhof von Dinosaurier in Bighorn, Wyoming. Guck mal an die Knochen. Und das ist normal. Wir werden noch weiter diskutieren. Aber die Knochen sind ganz durcheinander. Es ist nicht wie ein Dino, wo ist unser Dino? Hat irgendwie gestorben an Seite ein Fluss oder ein See, so hingelegt, gestorben, langsam zugedeckt und dann können wir die Knochen genau. Nein, die meisten sind so, alles durcheinander, mit Seemuscheln dazwischen. Hier ist noch ein Beispiel, wo es musste schnell beerdigt sein. Was passiert hier? Das ist kein Dinosaur, das ist kein Fisch. Das ist ein Ichthyosaur. Sage mal Ichthyosaur. Ja, sehr gut. You will be a paleontologist vielleicht. Fossilien studieren. Ichthyosaur. Aber was passiert gerade bei dieser weiblichen Ichthyosaur? Sie war gerade im Geburt. Hier kommt das Baby Ichthyosaur. Say Ichthyosaur. You say Baby Ichthyosaur. Sie hatte keine Zeit, das fertig zu machen.
Sie hatte keine Zeit, weit weg zu schwimmen. Das vielleicht darum ist sie allein und viele anderen, die könnten schon weitergehen und waren später Fischfutter. Aber die war schnell beerdigt, gerade um diese Zeit. Das ist ein berühmtes Fossil, sehr, sehr gut. Ein sehr feines Fossil. Und viele, die Flüsse, Flossen kann man schön deutlich sehen. Und gerade am Geburt. So, das war kein Fisch. Fische wiegen Eier. Ja? Lay eggs. Hier ist noch ein, er war gerade am Mittagessen. Das ist ein großes Fisch mit einer großen Mund oder Schnabel fast. Aber das war ein fliegender, vielleicht ein Pterosaur, Pterodon. Das war vielleicht war es schon im Wasser, war runter von die Luft, von viel Regen oder sagt man auch Dust from a volcano. Und könnte es nicht sehr gut fliegen, weil ein bisschen zu dicht am Wasser. Dieses Fisch wollte schnell etwas knabbern oder mittags essen. Aber dann kam das Reste, der Stauch und das Schlamm und schnell beerdigt. Komplett fossil mit zwei Tieren. Ein fliegender Flugsaurier und ein großes Fisch. Hier ist das Ähnliches, ein anderer Sorte, so ein großes Fisch, kann man die Zähne sehen. Und hier hat es eine Wing, eine Flügel schon an. Das war auch ein Pterosaur mit diesem Schädel. So viele Beweise, dass das musste schnell gehen. Wenn wir im Museum gehen, sehe ich ein T-Rex zum Besuchen. Hello, das ist mein großer Onkel. Die sehen sehr schön aus. Ich habe hier Dinosaurier in Berlin gesehen. Das ist in dem Museum Natural History Chicago. Da war ich auch oft. Das heißt Sue. Sue ist auch ein riesengroßer T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Fast 12,5 Meter lang wird geschätzt, 4 Meter hoch und ein Gewicht, wenn noch leblich, alive, ungefähr 14 Tonnen. Das ist ein großes Tier. Wir sehen sie schon so schön aufgebaut in dem Museum. Aber wenn man findet die, ist es nicht so einfach oder so klar. Hier ist zum Beispiel, wo dieses Sioux, sogenannte Sioux T-Rex, es ist Sioux heißt über die Paleontologier, the Paleontologist, dass sie hat das entdeckt, die erste Knochen, und da sitzt er in die Mitte. Da haben sie ausgegraben, die haben Knochen, da war hier ein Felsen, das geht tief nach unten, und über die Jahre, Winter, Sommer, Schnee auftauchen, wieder frieren, ab und zu dann kommt das, die Steine fallen weg auf den Fels. Und dann hat sie gesehen, ein Jahr, da kommt, da stickt raus vom Fels etwas, ein Knochen. Und dann haben sie weitergegraben. Und hier kann man schon sehen, der Schwanz, die Wirbelsäule und Schwanz. Can you see it? Könnt ihr das sehen? Möchtet ihr da auch aus etwas rausgraben von der Erde? Aber das ist auch viel Arbeit, viele Jahre müssen sie da oben, das war, ich glaube, South Dakota, dicht an die Grenze von Montana, wo wir waren auch. Und da findet diese Knochen. Braucht man nur in die Erde ein bisschen graben und dann auf einmal, hier ist etwas anderes. Nur ein Stein oder nicht mehr Erde, aber kann man sehen, der Knochen. Hier ein riesengroßer Knochen. Aber es nicht, diese und anderen waren in die Nähe, aber nicht zusammengebaut mit das Reste von dem Skelett. Endlich wird es von der Erde rausgenommen und dann sauber gemacht.
Es ist ganz normal, dass die sind schon verbrochen, weil da waren Erdbewegungen, wie ich habe gesagt, frieren, tauchen. So, darum tun sie diese Schutz darüber. Man sieht aber, wo es schon gebrochen war. Aber das Schutz ist so, dass es kommt raus von der Erde zusammen und man weiß, wie es wieder zusammengeht. Und das haben wir auch gemacht. Jahre später, als mehr Teile kommen, es geht alles in eine Halle, vielleicht bei einem Museum, und dann ist die Baustelle. Und die vielen Teile, dieser Sioux, sogenannte Sioux, war ziemlich komplett. Das war ganz ein Zufall, etwas so zu finden, weil die könnten viele Teile da finden. Und wir haben andere Dinosaurier, T-Rexes, gefunden. Und da, wo vielleicht Sioux fehlt, ein paar Teile, kann man an die anderen sehen, okay, das haben wir, diese Rippen haben wir, diese Wirbelsäule, das passt. Aber vielleicht hier hinten hat Sioux nicht gehabt, aber die andere hat gezeigt, wie es aussieht. Dann können wir das, Wissenschaftler können das langsam zusammenbauen, wie das komplette Tier sollte aussehen, at least die Knochen. So, das war unser Team. Ich liege mir gerade hin. Meine Frau, schöne warme Zeit. Aber die Luft war trocken, 43 Grad, aber nicht so sehr niedrige Luftfeuchtigkeit. So. Morgens, halber Tag, könnten wir das schon aushalten. So sieht das Landschaft da. Das ist höheres Landschaft, it's high. Das ist in Montana, nicht weit von Kanada oder North Dakota. Und da in dieses Gebiet, ganz Osten Montana, sieht South Dakota bis Wyoming, werden viele von diesen Dinosaurier gefunden. Hier ist unser Weg. Wir haben mit einem Auto bis ein Zelt gekommen, dann weiter marschiert. Und hier haben sie schon ein paar Jahre schon daran gearbeitet, auf einen Hügel und schon weggegraben. Alle unsere Werkzeuge, alles, was wir müssen haben, Eimer und so weiter, sind schon da. Und dann ging es los. Das war unser Leiter, Tommy. Und der ist trainiert in alles von dieser Paläontologie. Paläontologen, ja, einfach zu sagen, ganz genau. Paläontologen. Er kann sich aus. Und da hat er schon vorbereitet, unser Werkplatz, morgens, da waren wir in Schatten, die meisten des Tages gearbeitet, alle in einer Reihe. Und langsam, wir gehen durch die Erde auf dieses Hügel von allerhand Erde. Vielleicht von ganz oben bis da unten, vielleicht 4 Meter oder so. Und wir krabben mit Schraubenzieher oder vielleicht ein Löffel. Man will nicht einfach mit die Schaufel gehen, weil was könnte passieren? Ja, genau. Noch ein Paläontologist. So mit einem Schraubenzieher ganz langsam. Darum haben wir schon ein paar Jahre hier dran gearbeitet. Hier haben wir Schildkröte in diese kleinen Graben, ein bisschen tiefer gegangen. Und da hat, das ist die Frau von der Tommy und sie hat da auch etwas gefunden. Meine Frau war auch dabei und wir haben Teile von Schildkröter-Tiere gefunden. Da, aber wir gehen hier weiter und dann auf einmal, wir haben, oh, jemand sagt, oh, hier ist etwas. Es ist keine Erde. Ich denke, es ist nicht ein Stein. Es könnte etwas sein. So, der guckt. Hier ist ein Schraubenzieher. Ab und zu muss man mit einem Hammer, wo es ganz hart ist, auseinanderklopfen. Und dann auf einmal etwas ist da. Und dann ganz ringsrum die Erde wegmachen. Bis da steht etwas. Und dann haben wir gesagt, hey Tommy, was ist das? Ist das ein Stein oder ein Knochen? Und er kam, hat seine Ideen gegeben, weitergegeben. Ja, das könnte ein Knochen sein. Da endlich kann man das schon besser sehen. Das war ein Dinosaurknochen
in die Erde. Sieht man? Aber langsam mit dem Schraubenzieher ganz ringsherum. Nicht direkt anstoßen, nur so weit wie man kann. Und dann nur von unten ein bisschen Erde, wo es kann stabil bleiben. Okay? Wir immer möchten wissen, ob da ist noch etwas dabei. Darum müssen wir immer gehen, bis es kam zu Ende. Weil es könnte sein, da war kein Ende, aber noch ein Knochen. Aber wie oft ist, es war einfach zu Ende, war nur mehr Erde da hinten. So, wir waren sicher zu sehen, das war's. Das ist unsere Knochen. Jetzt kommt Gips darauf und das erkläre ich ein bisschen mehr. Ihr habt gesehen, wo wir haben am meisten etwas aus Knochen gegraben. Aber 150 Meter weiter auf die Ecke von diesem Hügel können wir noch mehr sehen. Das ist mein Freund Carl Kirby. Und er hat direkt an die Seite. Und er durfte nicht zurücktreten, weil man sieht, das geht sehr steil nach unten. That's like a little valley or gully. So man musste vorsichtig sein, aber hier, direkt auf diese Felsen, hatten wir schon etwas entdeckt. Das war's. Was er hat gefunden, wir haben später gesehen, ist ein Dino-Zehenknochen. Hier, von da unten. Und dann sofort, als wir es alles direkt von allen Seiten, nicht ganz unten, aber von allen Seiten, schön und ein Renovier-Schnellputz. Und das geht schnell. Wir hatten ein bisschen Wasser, dieses Gips mit den Layers. Und das wollen wir aufbauen. Aber zuerst Olivenfolie und dann die Gips. Und das ist, dass die Knochen, was da sind, zusammenbleiben. Aber wenn man das normal wegnimmt, könnte es auseinanderfallen. Wie das große Teil, das wir haben früher gesehen, am Anfang. Da sind viele Cracks, Risse. Und wenn man das einfach nimmt, oh, Teile fallen weg. Und dann weiß man nicht genau, wie die wieder zurück kommen sollen, zusammenkommen. So, das hält alles zusammen. Das tun sie, wie ihr habt gesehen. Große Knochen, kleinere Knochen. Alles. Und alles wird markiert, genau wo es hat gestanden gegen die anderen. So, später ins Labor haben wir auch gearbeitet, haben wir dann festgestellt, das war von einem Knochen, erwachsener Entmontosaurus. Von da unten. Oder vom Fuß, der hintere Fuß. Diese Knochen, und das gibt extra so einen Klebstoff, besonders gemacht für Dino-Knochen. Das bauen wir das zusammen, und die kleinen Risse haben wir auch extra Material, der we fill in the cracks. Dann sieht es schöner als eine volle Knochen wieder. Aber dann muss man sehen, okay, was andere Knochen haben wir in dieser Gegend? Hier hatten wir nicht vieles, aber ich selbst habe da gefunden, der Zehenknochen war hier vielleicht 1,5 Meter nach unten links. Und dann haben wir hier etwas entdeckt. Und das war auch Knochen. Da war zuerst, haben wir gedacht, das war vielleicht ein Rippchen, weil es so eine Kurve war, ja. Aber, und, you know, ein schönes Stück. Aber dann habe ich weiter, und unten war noch ein Knochen, sieht man da schon. Aber links, wo meine Hand ist, habe ich weiter gegraben. Und dann, da war mehr Teile von dieser selbe. Und dann mit dem Gips haben wir das weggenommen. Im Labor, nächsten Tag, könnten wir weiterarbeiten. Aber das Stückchen unten, hier, das Teil, da war eine Frau, sie hat bis jetzt nichts gefunden. So, wir haben sie die Chance gegeben, dass sie kann weitermachen.
Und da hat er das komplett entdeckt. So, über das war mein Knochen und das ist ihre. Aber normalerweise, die zwei Knochen gehen nicht zusammen, sollen nicht so dicht aneinander sein. Man findet und guckt, aber dann was ist. Im Labor müssen wir auch arbeiten. Nachmittags hatten wir Schatten und können wir arbeiten. Und was sind die wichtigsten Werkzeuge? Ein Brush. Und was ist das? Ein Zahnarzt. Deine Zähne. Er macht die sauber. So ein kleiner Pick. Siehst du das? Ja. So ein Werkzeug haben wir benutzt, auf die Knochen zu sauber machen. Hier ist auch ein Fingerknochen, wir glauben, von T-Rex. Das hat meine Frau gefunden. Und die auch war von die drei kleinen Dinge da. Hat meine Frau entdeckt. Und die hatten noch mehr. Viele, das waren, müssen sie noch arbeiten. Wenn wir zurückgehen, brauchen wir nicht immer in die Hitze graben. Wir können auch viele andere Knochen sauber machen und zusammenbauen. Was habt ihr mit den Knochen gemacht? Na, wir haben es wieder zusammengebracht. Hier bin ich am Arbeiten. Die Dame da arbeitet an ihres. Gerade hier kann man sehen, der Tommy hat mir geholfen. Weg vom Gips haben wir es eingegeben gestern. Jetzt machen wir es öffnet. Und sehr langsam, dass wir sehen, wie die Teile zusammenkommen mit das Klebstoff. Dino-Klebstoff gibt es, zusammenbauen und dann einfüllen. Das war das Stück. Dann endlich die anderen Teile und dann alle Teile. Das waren so schön gelegt. Aber jetzt sind sie zusammengeklebt. Das hält sich so in Form. Aber normalerweise wird dann wird aufgefüllt hier und wird sehr, sehr schön sein wie ein Knochen. Und das ist normal. Große Teile, kleinere Teile von Dinosaurier, aller Sorte Knochen, das werden finden. So, wir haben zuerst gedacht, das sollte vielleicht ein Rippchen sein. Aber es gibt Bücher, weil viele Dinosaurier sind schon gefunden und die haben Bücher, wo man kann sehen, okay, was ist das? Nein, nicht das, nicht das, nicht das. Oh, das passt. Das war kein Rippchen, die sind zu dünn. Das war die Kieferknochen, die linke Seite. Von einem ziemlich großes Tier. Hier kann man sehen, so ähnlich. Das haben wir, der Tommy hat auch gesagt, das war ein Kieferknochen, die linke Seite. Man konnte sehen, auf was ich habe gefunden, wo die Zähne normaler wurde sein, aber die waren schon alle abgebrochen. Das sind zwei Stück, das meine Frau hat gefunden, der Zehenknochen und das ist eine Rückenwirbel von einem Champosaurus. Wer kann Champosaurus? Ist auch ein Tier? Ein Dinosaur. Und es hat so ausgesehen. Wie ein Krokodil fast. Aber die sind bekannt, weil die Wirbelsäule, die haben so eine Form. Hier hat das auch ein Buckel. Das ist ein Champosaur. Und da musste auch jemand Jahre arbeiten, bis es alles zusammenkam und die Teile, das haben gefehlt, einzufüllen. So siehst du diese, wie sagt man das, Pattern? Das da, mit das hat der Tommy sofort gesehen, dass das kommt von einem Champosaur. Und das haben wir gesagt, müssten wir auch zusammenkleben, Zehenknochen. Wir glauben von einem T-Rex. Und dann haben wir
andere Knochen, die Kiefer von dieser Hadrosaur und dann ein Beinstückchen. Aber der Kiefer und das Bein, das Fußstückchen, die waren so dicht zusammen, ja, habt ihr gesehen. Wie kommt das? Hat das Tier sich einfach hingelegt, gestorben? Nein, weil das wurde ganz weit weg von den Füßen. Die meisten Knochen sind so, besonders die großen Dinos. Es ist alles, dass man sieht, Dino-Zehenknochen, Dino-Kiefer, Schildkröter, Panzerteile waren da auch dabei, Wirbelsäule von Kleintieren. Hatten die hier einen Knochenmixer? Ich denke, es wäre mehr wie ein großes Waschmaschine. Alle die Körper, die Bodies von verschiedenen Dinosauriern, Muscheln, Seepflanzen kamen zusammen. Und am Ende der Sintflut wusch, auf einem Haufen gelassen und dann ausgetrocknet. You think so too? Erklärt, kann die Sintflut das besser erklären, was man wirklich findet in die Erde? Denkt ihr das? Maybe? Vielleicht? Hans. Beobachtungen. Größtenteils werden die Knochen der Dinosaurier verteilt gefunden, das heißt in einer Weise verteilt, die eine natürliche Aneinanderfügung nicht erkennen lässt. Die über ein großes Gebiet verstreut oder in nur kleinen Teilen erhalten sind. Das ist typisch für Meeresfossilien wie Seelilien und Muscheln. Die sind alle dabei. Das ist eine, auch ein Zeugnis von dem Mixmaster von den vielen Knochen. Das ist das Dinosaur National Monument in Montana. Da an diese Felsen links sind sehr viele Dinosaurknochen, aber wie an anderen Bildern habe ich schon gezeigt, die sind komplett auseinander. Muss man durch die Erde graben und dann hier ist ein Knochen, hier ist ein Knochen, hier sind Muscheln. Alles auf einem Haufen so gelassen. Aber ab und zu, wir haben doch komplett Skelett oder fast komplett Skeletten gefunden von Dinosauriern. Aber die haben die liegen so, dass man oft, wie es oft sehen, das heißt hier the Death Pose, das fassige Geheimnis der Todespose eines Dinosaurus. Und das sieht man auch in der Welt. Hans? Wenn ein vollständiges Gerippe gefunden wird, oder? Dann, also wenn ein Paläontologe ein vollständiges Dinosaurier-Skelett findet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Kopf nach hinten geworfen und der Schwanz nach oben gebogen ist. Könnt ihr das sehen? Normalerweise sieht er so aus, aber der Kopf ist ein bisschen krumm, aber dann der Kopf will hoch und auch der Schwanz. Das ist sehr, sehr oft, wenn wir ziemlich komplette Knochen finden. Hier noch weiter. Und das ist bekannt als die Opisthotonic-Pose, Todespose. Opisthotonic, braucht ihr nicht perfekt das wissen, aber nur weiß, dass da ist immer eine Pose mit Vögeln, Dinosaurier, der Hals geht zurück. Vielleicht die sind am Ertrunken. Die sind gerade ertrunken. Der Schwanz geht komisch hoch aus, auch. Oder es kann auch sein, dass die waren im viel Wasser und schon tot und die Muskeln normalerweise gehen so. Aber wir haben Experimente gemacht und das passiert nur, wenn die sind im Wasser. Viel Wasser, nicht im Sand oder normale Erde. Sind noch Beispiele? Die Opisthotonic Todespose. Immer so mit dem Holz, der Schwanz nach oben. Waren sie ertrunken? Bitte, Hans.
Todespose eines Dinosauriers. Die opisthotonische Haltung wird zum Zeitpunkt des Todes durch Vergiftung, Sauerstoffmangel im Gehirn oder ähnliche Umstände verursacht, die dazu führen, dass sich der Hals und Schwanz in seltsamen Winkeln verkrampfen. Die Hinweise für ein Ertrinken, das den Untergang der Dinosaurier verursachte, häufen sich weiterhin auf der ganzen Welt. Die weltweite Sintflut der Genesis bietet eine einfache Erklärung für all diese Dinosaurierfossilien und lässt sich gut mit der Tatsache vereinbaren, dass Dinosaurierknochen sehr oft mit Meeressedimenten vermischt sind. Weiter. So wurden beispielsweise in den berühmten Fossilienbetten von Hell Creek in Montana neben Dinosauriern auch Haie gefunden. Und? Ja. Dinosaurier und Haie, normalerweise wohnen die zusammen? Nein, die sind aber zusammen begraben. Und andere Beispiele? Und der beliebte Spinosaurus wurde in denselben marokkanischen Gesteinsschichten gefunden wie Haie, Sägefische, Rochen und Quastenflosser. So, dieser Spinosaurus war ein ziemlich großes Dinosaur, das hat am Land gewohnt. Wie ist es mit diesen anderen Tieren begraben? Nur durch die Sintflut. Alles war vermischt, weit weg irgendwo. Und dann endlich wurde auf einem Platz zusammengelegt, begraben und dann ausgetrocknet. Bitte. Ob in einer meisterlichen Mischung von wässrigen Sedimenten oder in einer Todespose eines Ertrinkenden, wir sehen ein Muster, das anzeigt, die Sintflutkatastrophe war real. Es war echt. Was wir haben gestern diskutiert, und wenn man das tut, die Details von den vielen Fossilen, wie man sie findet, was findet man, und warum es überhaupt gibt, Fossilen von größeren Tieren, das müssen schnell beerdigt sein. Die Sintflutkatastrophe war echt. Es war real. Und das sieht man von überall. Das letzte Beispiel war von Marokko. Meine Lieben, wir können sehen, die Bibel besteht den Test der Zeit und der Wissenschaft. Du kannst dir vertrauen von aller Versen an. Das ist der wichtige Punkt. Die Sintflut war real. Und wie wir haben gestern diskutiert, warum wir hatten so eine Sintflut. Sünde. Und Gottes Richten. Das kommt immer wieder. Darum müssen wir doch die Bibel studieren. Wir lernen von Jesus Christus und wie er uns liebt und hat alle unsere Sünde die Möglichkeit zu vergeben. Okay? Habt ihr vielleicht Fragen? Menschen sind vielleicht halber Meter tief oder 10 Zentimeter. Und den anderen vielleicht ein paar Meter. Aber wenn die sehr tief begraben sind, von oben merkt man gar nichts und dann weiß man nicht, wenn man soll hier graben und suchen für diese Knochen. Das ist eine sehr gute Frage. Ist auch schon denken wie ein Paläontologist. Ich habe das Bild nicht dabei, aber was wir haben einen Tag gemacht, wir sind auf die Valleys, die Wege zwischen die Felsen, und da guckt man auf die Erde. Einfach auf die Erde gucken. You know, hier kommt ein Weg, hier ist das Felsen, ganz hoch. Und wir gucken da unten. Und das heißt ein Float oder Stückchen von Knochen. Dinosaurier, Muscheln, wer weiß, was man findet. Ich denke, einer hat gefunden ein Fossil von etwas wie ein Frosch. Aber man schaut dahin auf die Erde, weil oben sieht man normalerweise nicht. Die eine Dame, das hat zugefunden, die hat auch so ein Spazieren an die Felsen gemacht, hat aber nach oben ein bisschen einmal geguckt. Oh. Da steht doch ein Knochen, der kommt da raus.
dann wussten sie genau, wo sie sollen graben. Aber wenn man normalerweise geht und da ist ein Felsen, sieht ganz normal aus, merkt man gar nichts. Aber ab und zu auf die Erde steht Rocke, ein kleiner Knochen. Und so haben sie gefunden, wo wir haben meine Kieferknochen gefunden, weil die waren unten, ja, die waren ganz unten und da haben sie Knochen gefunden. Und wenn die haben festgelegt, ja, das war ein kleiner Teil von einem Dinosaur, dann gucken sie da genau hoch. Weil irgendwann Ende Winter hat es geregnet und da kommt immer zu etwas Up Erosion, kommt von der Seite dieser Felsen. Und dann können wir hier gucken, oh, hier ist ein Teil, kann man hier deutlich finden. Dann gehen wir da oben und krabben. Das ist eine gute Sign. Bitte? Oder eine Zeichnung, dass hier sollen wir graben. Und oft findet man was. Gute Frage. Aber wir können so kleine Teile finden. Noch eine Frage? Ja, bestimmt hat jemand eine Question. Anybody? Yes? Kriegt man viel Geld, wenn man einen Dinosaurierknochen in einem Museum weggibt? Ja, bis es in ein Museum kommt, das ist viel. Sehr teuer alles, die Arbeit, Aufbaustelle, Transportieren. Die haben ein sehr großes Knochen gefunden, auch in diesem Gebiet von einem T-Rex. Und auch ziemlich viele Teile davon, da gestreut in einem Platz. Und die Knochen waren so groß und hoch in der Seite eines Felsen, dass die wollten diese großen Knochen von der Baum. Hier. Wollen sie das mit Helikopter rausholen, weil die können das nicht mit einem Truck oder Wagen. Das war aber zu groß für die Helikopter, so die haben das gebrochen. Da waren sowieso etwas gebrochen, wie ich habe gesagt. Die findet man so normal. Und dann haben sie das hoch mit dem Helikopter, die zwei Teile, in Labor gebracht und die haben gesagt, dieser Knochen riecht. Es riecht wie tote Sachen. Aber wenn das 65 Millionen Jahre alt soll sein, kann ein Stein riechen? Nein. A stink, a smell is a sign of ongoing decay. Wie sagt man das auf Deutsch? Oder ein Zeichen der fortschreitenden Verrottung. Die haben weitergesucht, nachgeschaut in diese mit Mikroskop und alles in die Marrow. Knochenmark und haben festgestellt, hier sind weiche Teile, Biologie, sogar Blutkorpusse. Die kann man anfangen mit einer Pinzette, ein bisschen ziehen, loslassen und es springt wieder zurück. Das soll nicht geben, wenn es wirklich 65 Millionen Jahre alt sei. Es soll komplett in Staub weg sein oder voll versteinert. Kann sein, weil das war begraben. Und viele haben jetzt gesagt, okay, ist in einem Knochen. Der Knochen ist bedeckt. Vielleicht ein paar tausend Jahre, vielleicht 4500 Jahre sogar. Aber nicht 1 Million außerhalb 65 Millionen. Und zurzeit haben wir viele Proteine, sehr viele weiche Gewebe in Dinosaurknochen von allen Sorten. 14 verschiedene Proteine haben wir gefunden. In Dreihorn, Dreihorngesicht, der Horn offen. Oh, das ist noch weiche Gewebe. Und unter dem Mikroskop, die kann man sehen, wie die Knochen wie heute aussieht. So. Es ist nicht möglich, dass diese Knochen 65 Millionen Jahre alt sind. Sie sind von der Sintflut beerdigt. Nur vielleicht 4500 Jahre zurück. Wir haben viele, viele Beweise das. Viele, viele Beweise
für der Sintflut. So, hast schon lange der Hand. Hat Noah die Dinosaurier auf den Arke mitgenommen? Warum hat er keine mitgenommen? Oh doch, warum nicht? Ich denke, er hat. Hast du auch eine Frage? Nein? Was ist denn passiert mit den Dinos? Eine gute Frage, das hängt so ähnlich, das Frage. Was ist mit den Dinos passiert? Viele sagen, die sind ausgestorben von einem Meteorite, großes, vielleicht in Mexiko gelandet. Aber das kann nicht erklären, warum Dinos und nur Dinos in die ganze Welt sind weg und Säugetiere und alles andere leben noch. Und die meisten Wissenschaftler glauben nicht an das. Da sind viele, aber die Mehrheit nicht. Da sind zu viele Probleme damit und die haben keine andere Aussage, außerhalb vielleicht das. Deshalb sind die Dinos ausgestorben. So, junge Leute, fängt nicht zum Rauchen, weil ihr werdet auch extinkt gehen. Oder wie sagt man, aussterben. Aber das ist vielleicht eine bessere Erklärung. Ach nein, war das heute? Wir haben unseren Termin vermisst. Die meisten Knochen, was ich habe gefunden, was man sieht in die Erde, so verschleust und mit Muscheln und alles und alle diese Todespose. Die Sintflut ist das beste Erklärung und die ganze Welt hatte Sintflut-Legende. Und nicht alle sind so komplett wie die Bibel, aber viele haben verschiedene Details. Das passen die Bibel. Von überall die Welt, Asien, Syrien, Hawaii auch, Australien und so weiter, haben alle Teile, dass da war so etwas. 290 Völker haben eine Sintflut-Legende. So die Frage ist, waren Dinos auf die Arke? Was hat Gott gesagt? Welche Tiere sollen auf die Arche kommen? Wer weiß noch? Kannst du noch erinnern? All the animals with the breath of life in their nose. Alle, die durch die Nase atmen. So, Dinos, die hatten eine Nase. Die Säugetiere, wie Reptilien, wie Vögel, die waren alle auf die Arche. Aber die Arche war ein großes, sagt man, a seagoing barge heute. Das ist eine seetüchtige Barge. Keine andere Legende von anderen Ländern haben genau diesen Maßstab. Und the Ratio, wie lang, wie breit und wie hoch. Ingenieuren, das Bauenschiffe, haben gesagt, das sind die richtigen Ratios für ein sehr stabiles Barge oder Schiff. Hat keinen Motor, brauchte keinen Motor, aber war stabil auf dem See. Und sehr riesengroß. So waren Dinos auf die Arche? Könnte man da reinpassen? Das ist eine gute Frage. Doch. Und Gott hat gesagt, er bringt die Tiere. Noah braucht nicht die sammeln oder bringen. Gott hat sie zwei bis zwei immer gebracht. So hier haben wir kleine Elefanten und kleine Monkeys, Rehe, die Giraffe kommt next. Und hier vorne, was ist das? Dinosaurier. Aber die waren nicht die Großen. Das haben wir schon entdeckt. Wie groß können die jüngeren Dinosaurier sein? Okay, die könnten doch passen. Die waren nicht die ganz Großen. Wie ein Brachiosaurus, Oma und Opa Brachiosaurus. Aber die Jüngeren.
Wie groß ist das größte Dino-Ei, das wir haben gefunden? Was denkt ihr? Ein Dinosaurier-Ei. Wie groß war es? Nicht sehr groß. Die größte, das wir haben gefunden, wir denken es von einem T-Rex, war nur so groß wie ein amerikanischer Fußball. Ein bisschen mehr größer, aber nicht weit. Das heißt, wie groß war diese Dinos, wenn die kamen von ihren Eiern? Das ist auch wichtig zu wissen. Warum überhaupt haben wir fossile Eier? Die werden normalerweise in Natur gefressen oder gebrochen und ganz weg sein. Aber wir haben sie. Die waren schnell beerdigt. So, hier kommt unser Baby Dino. Wenn ein T-Rex kam von seinem Ei, wie groß würde er sein? Wie ein Hühnchen vielleicht. Mhm. Die Horn von Dino? Hochstellen? Ja, das ist viel Arbeit, aber mit Klebstoff und Draht kommt das alles zusammen für die Museums, wie man das zusammenbaut. Aber wie groß war ein jüngeres Dinosaur? Was denkt ihr? Ein Teenager zum Beispiel bei Dinos. So groß wie ein kleines Pferd? Super groß nicht. Die waren nicht die Alten. Die ganz großen Knochen wie die Sue und die anderen, die sie haben gezeigt. Was war der Job? Was sollten sie tun, wenn alle Tiere auf die Arche ein Jahr und ein Monat oder ein paar Wochen extra kamen zurück auf das Land? Was sollen sie tun? Das Land weiter befüttern und weitermachen. Das heißt, ja, sorry, Oma und Opa, you're not going on the trip. Aber zwei Teenagers ist alles, was wir brauchten. Und da haben sie Ingenieure und haben das gerechnet von der Arche, mehr als genug Platz mit Futter und alles möglich. Auch wenn man versteht, was sind die biblischen Tippen, die Grundtippen. Da brauchen wir keine Tiger, Löwe, Hauskatze, Cougar. Wir brauchten nur eine Urkatze. Und von der Katze, Urkatze, hatten wir die Möglichkeit, wo die haben hingegangen, nur Tigers und Löwen, in Amerika Cougars und Mountain Lions, Lynx und die Ägypten haben schon Hauskatzen bred, gezüchtet, ganz kleinere. So aus, nach der Sintflut kamen auch jüngere Dinosaurier aus der Arche, offensichtlich pflanzten sie sich fort. Aber was ist denn passiert? Warum haben wir keine heute? Wir haben allerhand Tiere, aber wir denken, die Atmosphäre hatte weniger Sauerstoff als vor dem Moment, auch vor der Sintflut. Die Nahrung war knapp. Was sie hatten zum Fressen, es war nicht so sehr viel. Die waren aber da und Leute haben sie gesehen. Auch wenn sie nicht so sehr groß waren, da waren schon größere. Und wie haben sie denn geheißt? Das Wort Dinosaur war nicht entwickelt bis 1841. So wenn jemand einen Dinosaur wie Hiob hat gesehen, was haben sie gesagt? Was für ein Tier ist das? Das sind hebräische Worte für große Tiere, Beasts auf Englisch, Beasts of the Field. Es gibt auch ein Wort Behemoth in Hiob 40, das hat einen Schwanz wie ein Zederbaum. Das ist kein Elefant. Ein Elefant hat einen Schwanz wie ein kleiner Besen, nicht ein Zederbaum. Und da sind noch andere Clues, Beweise. Die waren nicht so sehr groß und auch nicht in so vieler Menge. Es gab immer nur wenige und am Ende, ich glaube, sie werden von Menschen gejagt
und schließlich ausgerottet. Es gibt keine mehr, meine Meinung. Aber es sind überall die Welt Legende von Drachen. Na, Menschen-Stories sind aufgebaut und haben alles möglich. Und die haben, sagt man, die various features auf einem Arten zu bringen. So einen kleinen, ähnlich wie ein Reptilien, hat kleine Flügel gehabt. Aber so ein Kreatur haben wir keine Knochen gefunden. Wir haben aber viele Dino-Knochen gefunden, das heute sehen auch genau wie was steht in unseren Büchern von Dinos. Und die haben früher geheißen Drachen oder Behemoth und so weiter. Das Wort Drachen ist Tanin auf Hebräisch und ist oft in die Bibel. So ja, das war eine lange Antwort, aber wir finden die Eier noch. Die sind die meisten versteinert. Nein, nicht mehr. Kann man keine Rühreier von Dino-Eier machen. Okay, ich hoffe, das hat geholfen ein bisschen. Wenn jemand hat noch eine Frage, ich bin noch hier. Okay? Okay. Ich verstehe nicht. Die Fleischfresser? Oh, ah, die können gefährlich sein. Aber wir wissen heute, dass die waren kein großer Predator. Die waren Scavengers. Die können nicht so schnell laufen. Da gibt es einen Film und die haben so einen T-Rex, hat gejagt Leute mit in einem Wagen. Und das Ding war so schnell, fast hat sie angegriffen, aber dann hat der letzte Gang weggegangen. Aber die waren nicht so schnell. Das ist festgelegt. Diese Beine mit das große Körper, die könnten sich nicht balancieren gut, besonders beim Schnellrennen. Und die kleinen Arme, was tut man das mit? Ne? Aber man könnte schon etwas auf die Erde alles sammeln, wie ein großes Wassermelon oder Stückchen von Bäumen oder auch was schon tot ist und auffressen. Gute Fragen. Okay. Last one. Wieso haben die Dinosaurier keine Arme? Ja, weiß nicht. Kannst du ihn fragen. Warum hast du so kleine Arme? Ja, yeah, you can hold it. Mach deinen Mund. Das Mund geht offen. Okay, thank you very much. Es hat mir gefreut, hier zu sein. Hans, beten am Ende oder zumachen.